Herzlich willkommen, hereinspaziert. Ja, das ist Fridas Reich und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an, weil es ist eine ganze Menge, was ich euch erzählen möchte. Und wir fangen am besten da hinten in der Ecke an. Also erstmal, ihr Zimmer geht zum Hinterhof raus, deswegen wir können hier immer Fenster offen lassen und ist nicht so laut, ist ganz entspannt, obwohl wir an der Hauptstraße wohnen, aber nach hinten raus geht das voll klar. Ja, dann haben wir hier ein ganz normales altes Expedit-Regal. Ich glaube, jetzt heißen die irgendwie anders, ich weiß es aber nicht mehr genau. Und da haben wir diese Schubläden drin. Und die, also das hatten wir schon damals, also schon ganz früher. Und die, in den Schubläden ist auch eigentlich gar nichts von Frida drin. Da ist so ein bisschen Kram von uns drin. Schuhe, Unterlagen, alles sowas, wo wir einfach keinen anderen Platz für gefunden haben. Hier zum Beispiel habe ich, wo Frida noch ganz klein war, ich glaube, da war sie 4 Wochen alt, haben wir so einen Hand- und Fußabdruck gemacht. Das finde ich ganz süß, das steht hier als Deko. Achso, vielleicht sollten wir ja mal ganz oben anfangen, ne? Also hier ist mein missratener Bauchabdruck. Den hatten wir gemacht und dann ist mir übel geworden. Dann mussten wir den ganz schnell abmachen, deswegen ist er so ein bisschen doof geworden. Und dann hat Frida auch schon hier ihr erstes Laufrad, glaube ich, nennt man das. Das haben wir geschenkt bekommen von einem guten Freund. Da war Frida sogar noch im Bauch und ich bin mir sogar sicher, dass wir noch nicht mal wussten, was es wird. Deswegen ist es so blau, grün, gelb gehalten, aber hier sind kleine Schmetterlinge drauf. Wuhu! Ja, und dann haben wir jetzt vor kurzem, den haben wir ihr zum Geburtstag geschenkt, einen Fahrradhelm gekauft. Auch einen einfarbigen Fahrradhelm, weil ich das schon viel angenehmer finde, dass es dann nicht so bunt ist. Ja, ansonsten habe ich hier eine kleine Nachtlampe und meine alte Spardose. Und ja, hier ist gar nicht so viel drin. Also hier ist so ein Xylophon, glaube ich, nennt man das. Das hat sie von meiner Schwiegermutter zum Weihnachten letztes Jahr bekommen. Also da war sie 3 Monate alt oder 4 Monate, irgendwie so. Einmal das. Und dann ist hier noch ein anderes Spielzeug, so ein, wo man draufschlagen muss. Das bekommt sie aber noch nicht hin, weil das echt ziemlich schwer ist. Denn hier unten habe ich ganz bewusst auf Frida Höhe die Bücher hingestellt, weil sie die wirklich regelmäßig rauskramt, sich hier hinsetzt, die Bücher anguckt, blättert. Also das kann sie wirklich stundenlang machen. Also immer mal wieder kommt sie dann raus, aber dann kommt sie wieder her und dann können wir uns die Bücher angucken zusammen. Also das findet sie extrem interessant und ja, also da kann ich auch gar nicht sagen, was genau sie da toll findet, aber einfach so dieses Blättern, glaube ich, diese unterschiedlichen Farben, das findet sie sehr, sehr toll. Weiter geht's, dann habe ich hier eine Motorikschleife, die habe ich geschenkt bekommen von, ich glaube, von meiner Mutter, ein Arbeitskollege von der Tochter. Hat sie noch nicht so großes Interesse dran, weil sie es einfach noch nicht hinkriegt. Aber deswegen steht es hier drin und sie zieht sich das auch ab und zu raus, aber jetzt nicht so, dass sie damit sich ewig lange beschäftigt. Ja, hier unten habe ich so ein paar Windeln als Vorrat und ja, Windeln. Noch ein paar. Und dann habe ich hier, das nimmt sie sich auch sehr gerne selber, also diesen Kasten liebt sie über alles. Den habe ich von einer Abonnentin geschenkt bekommen. Ganz lieben Dank dafür nochmal an dich. Und hier haben wir so einmal die Klangbausteine, glaube ich, von Haber sind die und einmal von Eichhorn. Also ich glaube, ja, das sind die von Eichhorn und Haber. Und hier die von Haber. Findet sie voll interessant, aber jetzt irgendwie Türme bauen oder so findet sie zum Beispiel noch nicht so. Sie nimmt die Wände raus und dann mit dem Koffer in Verbindung so Geräusche machen, das findet sie ganz toll. Deswegen steht ja auch hier unten, dass sie da direkt rankommt. Also da bedient sie sich auch immer selber und es sieht danach auch immer sehr nett hier aus. Weil ausräumen kennt sie, aufräumen kennt sie nicht. Aber das kommt alles noch. Dann haben wir hier, das hat sie von meiner Mutter zum Geburtstag bekommen. Ich fand es anfangs echt ein bisschen doof, weil ich halt eher so auf Holzspielzeug stehe und auch nicht wusste, für was soll das jetzt gut sein. Aber Frida liebt dieses Teil wirklich. Sie klettert darauf, darunter, sie schaukelt und verkehrt rum und hier und da raufstellen. Also das findet sie echt mega lustig und ja, aber ich lasse sie natürlich da nicht alleine drauf spielen, sondern ich bin halt immer dabei. Und sie steht irgendwie auch drauf ab 24 Monate, aber ich wüsste nicht, warum sie das jetzt noch nicht kann. Ja, dann haben wir hier den Lauflernwagen von, ich glaube, P
Pipolino oder sowas heißen die. Aber ich schreibe euch das, wenn mir das einfällt, nochmal in die Infobox unten rein. Oder vielleicht steht es hier irgendwo drauf. Pinolino, hier. Den gab es bei uns bei Real im Angebot. Der war runtergesetzt und deswegen habe ich den genommen. Und deswegen auch in Blau. Ich wollte den eigentlich in Rot haben, aber ich dachte schlussendlich, genügt ja auch ein Blauer, man muss ja nicht immer alles in Rot haben. Und damit hat sie laufen gelernt und das fand sie ganz toll. Und ich kann den wirklich nur empfehlen, wenn man die Räder hier einstellen kann, wie schnell die sich drehen, also wie schwer sie drücken muss. Weil am Anfang ist sie natürlich, hat sie sich sehr reingelehnt, dann wäre er sehr schnell weggefahren. Aber mittlerweile haben wir es auf ganz lose gemacht und sie fährt damit sehr gerne. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass man mit dem halt, oder allgemein mit den Laufleinwagen nicht lenken kann, weil dann fährt sie irgendwo gegen und dann will sie weiterfahren, dann fängt sie an zu meckern, weil sie halt nicht vorwärts kommen. Und ja, das finde ich so das einzige Doofe, woran ich nicht gedacht habe. Aber ich habe jetzt auch noch nie einen Laufleinwagen gesehen mit Schwenkrädern. Also ja, dann gehen wir gleich hier rüber in die Kuschelecke. Oh, da haben schon irre viele gefragt, wo ich die her habe und was das ist. Also diese Matte hier, die hier, wo ich jetzt drauf sitze, dieses gelbe Kissen ist hier fest. Und diese grünen, runden Kissen, die waren dazu. Huch. Und alle anderen, die hier sehen, die habe ich von einer anderen Bloggerin geschenkt bekommen. Das hier ist, glaube ich, von Primark. Ja, und die anderen habe ich selber genäht. Hier habe ich nämlich so ganz schöne Rüchen dran genäht, voll niedlich. Ja. Und übrigens, diese kleine Pippi habe ich auch von einer Abonnentin bekommen, beziehungsweise Frieda. Und die ist so niedlich, wirklich. Deswegen sitzt die hier und kuschelt mit uns. Was hat die Matte gekostet? Also erstmal, die ist von Happy Kids, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Wenn es mir einfällt oder ich das nochmal finde, dann schreibe ich euch das auch in die Infobox unten rein. Die war aber wirklich sehr teuer. Also sagt jetzt nicht, dass ich bescheuert bin, warum ich sowas Teures kaufe. Aber meine Mutter hat die Hälfte dazu gelegt, weil ich die einfach so schön fand. Also sie hat 200 Euro gekostet. Ja, aber zum Beispiel hier sind auch so Beine mit dran. Und damit spielt Frieda auch irre gerne. Ja, und dann haben wir hier bei einem Spielzeug, was sie auch zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, was ich super, super praktisch finde. Das ist auch von Eichhorn. Und da gab es so kleine Bausteine dazu, huch, die man hier so durchsteckt. Und das bekommt Frieda teilweise schon hin. Also bei dem Runden kriegt sie es schon hin, bei dem Dreieck bekommt sie es auch schon hin. Und dann freut sie sich auch immer und dann sitzt sie auch immer wieder da, holt sich immer wieder den gleichen Baustein raus, macht den immer wieder rein und findet das echt witzig. So, dann wollen wir mal zur Wandgestaltung übergehen. Ihr seht ja jetzt schon die Blumen im Hintergrund. Ja, es sollen Blumen sein. Die habe ich mit einer Freundin zusammen selber gemalt. Also die ganz kleinen, mit so ganz vielen kleinen Details. Das sind solche Mandalas, kann man, glaube ich, googeln. Und da haben wir uns, also sie hat sie einfach ausgedruckt und dann wird es einfach mit Pauspapier einfach an die Wand bekommen. Und die größeren, jetzt sind das hier zum Beispiel, die haben wir komplett selber gemalt. Da haben wir einfach Sachen genommen, die wir im Kinderzimmer rumliegen lassen hatten oder rumliegen hatten. Das ist zum Beispiel ein Baustein. Ich glaube, das war von einem Beißring irgendwie. Das hier ist eine Bürste. Ja, und da haben wir einfach so ein bisschen drauf losgemalt. Und anschließend haben wir dann die Stängel rangemalt. Und ja, ich finde, das ist echt ganz cool geworden. Es sieht halt mal was anderes aus. Und ich wollte halt die ganze Zeit immer irgendwas in die Wand haben und ich wusste halt nicht was. Und deswegen, ich fand diese skandinavischen Blumen halt total schön und haben mir einfach mal ein bisschen gegoogelt. Blumenzimmer zum Beispiel, und dann sind mir solche Blumen halt ins Auge gefallen und dann habe ich gesagt, okay, sowas möchte ich auch haben. Ja, und dann, jetzt sind sie dran. Ich möchte oben gerne noch, so wie es da jetzt ist mit diesen kleinen Bubbles, die möchte ich ein bisschen höher haben, aber meine Leiter war nicht so hoch, deswegen sind die nur hier unten, aber ich möchte gerne weiter oben noch größere haben, also so, ja, damit es einfach ein bisschen cool aussieht. Man kann daraus zum Beispiel auch so Heißluftballons machen, wenn man jetzt super talentiert ist, oder noch so Bilder unten mit ranhängen. Also da, hier ist alles voller Sand, da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal zum Regal weiter. So, hier habe ich ein Regal gekauft aus der neuen Serie von IKEA, weil ich das ganz praktisch finde, weil man halt auch drauf sitzen kann. Jede Mama wird es kennen, die Kinder spielen und die können auch nicht immer alleine spielen und immer auf dem Boden mit rumsitzen, ist auch doof. Deswegen habe ich gedacht, ich brauche irgendwie noch eine Sitzmöglichkeit.
und habe das hier quasi als Bank jetzt genutzt und habe da einfach eine Decke drauf gemacht, die ich geschenkt bekommen habe. Und ja, dann sitze ich da ab und zu mal drauf. Dann kommen wir mal zu den Kisten. Diese wunderschönen Kisten. Ich bin ein bisschen verliebt. die hat nicht ich zum Geburtstag bekommen, sondern die hat Frieda von ItKids zum Geburtstag bekommen. Diese beiden Kisten, die sind voll, jetzt geht's los, Sweet Sprouts, also ein mega Zungenbrecher. Aber ich zoome euch das hier nochmal ran und dann könnt ihr das besser lesen. Da, also in der Kiste mit dem V jetzt zum Beispiel, also da gibt es auch mehrere Designs. Ich fand jetzt die am schönsten, und weil die einfach auch am schönsten von den Farben her hier reinpassen. Aber es gibt noch ganz viele andere. Ich verlinke euch den Shop von ItKids gerne unten in der Infobox. Und ich glaube, ich habe sogar einen Rabattcode für euch. Also wenn ihr da bestellt, dann müsst ihr euch ein bisschen ranhalten, dann könnt ihr den noch nutzen. Hier ist zum Beispiel das ganze Babyspielzeug noch von Frieda drin, halt so ein, sowas. Oder hier so diese Schnuffeltücher oder hier die Wagenkette oder hier so ein Ball oder eine Rassel. Also es ist so dieses ganze Babyspielzeug, was sie auch unheimlich liebt, weil sie kann die Kiste alleine rausziehen, nimmt das ganze Spielzeug, dann schickt sie das wieder rein, dann zieht sie es wieder raus. Also das ist echt so ein super langes Spiel von ihr. Was sie halt immer wieder sehr, sehr gerne macht. Und in der anderen Kiste mit dem Dino oder Drachen, da habe ich ihre Decken einfach alle drin, die wir so haben. Also da haben sich dann doch schon ein paar mehr angesammelt. Und da versteckt sie auch häufig irgendwelche Bausteine drin. Also da zieht sie es dann raus, macht irgendwelche Bausteine rein und dann irgendwann räume ich auf und denke mir so, ach, da sind die ganzen Bausteine. Ja, und dann haben wir jetzt hier noch ein Häuschen, ich weiß gar nicht von welcher Firma, auch von Eichhorn. Das hat sie auch zum Geburtstag bekommen. Da kann man die Dächer quasi abnehmen und ja, sind auch so Bausteine drin, die man dann halt da durchstecken kann. Ich muss bei dem Spielzeug hier aber sagen, dass ich finde, dass das ganz schön schnell abgeht. Also für jemanden wie mein Kind, was sehr grobmotorisch ist, ist es noch sehr schwierig, so zu machen, dass dieses Deckel-Dings hier halt nicht immer wieder abfällt. Aber wir sind ja guter Hoffnung. Und dann habe ich hier noch so ein, wie nennt man das, Hinterherzieh-Ding. Das hat Frieda auch noch nicht so raus, den Dreh, sich das hinterherzuziehen beim Laufen, weil sie immer viel interessanter findet, die Dinge auf, ab und zu machen, dann wieder rauf zu machen. Also sie kriegt es natürlich nicht richtig hin, aber kriegt sie halt nicht so toll gebacken, das Ding hinterher zu ziehen. Aber ich glaube, das kommt auch noch. Das ist zum Beispiel auch von Skip Hop gewesen. Und ich mag das Design von Skip Hop auch sehr gerne. Ansonsten habe ich hier noch eine Decke. Wenn wir zum Beispiel, wenn sie Mittagsschlaf macht, dann kriegt sie keinen Schlafsack an, sondern decke ich sie meistens nur zu. Dann liegt hier noch die Rasse von Haber. Dann auch hier so ein Steckspiel. Hat auch Frieda von einer Abonnentin geschenkt bekommen zum Geburtstag. Auch sehr, sehr niedlich. Und ja, dann hier noch so ein Buch. Ja. Da würde ich sagen, gehen wir mal zum Bett hoch. Hoppala. So, dann haben wir hier das Bett. Jetzt denken mir schon viele, oh Gott, wie kannst du nur diesen Himmel noch? Den hat doch Ikea zurückgerufen. Ja, dieser Himmel wurde zurückgerufen, weil sich wohl ganz viele Kinder daran stranguliert haben. Mein Kind nicht. Also klar, sie zieht mal so von unten so ein bisschen was rein, aber das Ding ist da oben so festgemacht, also da kann echt nichts passieren. Und wir haben auch ein Babyfon mit Kamera, also wenn wirklich irgendwas sein sollte, was bis jetzt noch nie war und sie ist jetzt über ein Jahr alt, ja, so viel dazu. Wenn ihr natürlich merkt, dass die Kinder, dass euer Kind sich das reinzieht, würde ich es natürlich abmachen. Genauso mit dem Nestchen hier, das hatte ich ja damals selber genäht gehabt. Und das habe ich bis heute halt immer noch drin, weil, ja, ich finde es halt schön kuschelig. Ich habe jetzt parallel noch so eine Bettschlange genäht gehabt. Ups. Und die liegt am Rand vom Bett. Und da kuschelt sie sich auch immer ein oder nimmt die zum Spielen. Also das war echt immer ganz praktisch bis jetzt. Und dann hat sie noch eine Wasserflasche und ihren Schlafsack und was man halt alles so im Bett hat. Ja, hier ist ihr Schlafanzug. Dann würde ich sagen, gehen wir mal darüber. Achso, nee, wir gucken mal da oben. Da habe ich
vom Geburtstag, da hatte ich ja das Thema Rot-Grün aufgegriffen und da habe ich diese Pompons behalten und die Girlande und dann haben wir die einfach da oben rangeklebt, weil, wie ihr seht, wir wohnen im Altbau und da sind die Decken irre hoch und dann wirkt es mal so schnell so verloren alles. Und deswegen habe ich die in Gemeinschaftsarbeit mit meiner Mama daran gehangen. Ja, und dann habe ich hier noch einen Stuhl, der ist auch von Ikea. Den hatte ich anfangs immer genommen, wo sie noch die Flasche nachts bekommen hat, also wo ich sie rausgenommen habe. Mittlerweile bekommt sie die Flasche einfach ins Bett gelegt und das passt ganz gut. Und ja, dann haben wir uns da mal hingesetzt und haben ihr die Flasche gegeben. Aber, hört mal, das hat nachts immer so genervt, dass der so laut war. Und gerade wenn sie dann irgendwie mit der Flasche eingeschlafen ist, dann wird sie aufstehen und dann... Der ist halt echt laut. Daran habe ich halt nicht gedacht. Aber es hat irgendwie doch geklappt. Und ja, ich mag die Farben auch sehr gern. Dann haben wir hier immer noch ihren Kleiderschrank. Und ja, wir gucken mal ganz kurz rein. Er ist immer noch nicht so super, super voll. Aber ich müsste jetzt mal wieder ausmisten. Weil sie halt jetzt von der 74 in die 80 gesprungen ist. Also die 74 eigentlich übersprungen. Und ja, hier unten sind die Sachen, die zu klein geworden sind. Da habe ich aber noch 4 oder 5 andere Kisten, die ich jetzt verkaufen werde auf dem Flohmarkt. Ja, da oben ist noch ein Bild von ihrer besten Freundin. Da hinten ist noch die zweite Manduka, die ich jetzt verkaufe. Und eine kleine Box, die Frieda auch geschenkt bekommen hat. Ja, dann unser Wickeltisch hat sich eigentlich... auch gar nicht so viel verändert. Da unten sind so ein paar Reservewindeln und Kosmetik-Scheiß. Oh, nicht Scheiß, sondern so... Zeug. Genau. Ja, hier sind ihre Medikamente und alles, Cremes. Also da hat sich wirklich nicht viel verändert. Das Einzige, was ich nicht mehr nehme, sind diese Wickelauflagen, weil Frieda hat am Anfang schon häufiger gepullert und aber mittlerweile passiert da nichts mehr. Also dann wasche ich lieber, wenn mal was daneben gehen sollte, wasche ich halt den Bezug hier davon und dann ist gut, aber ansonsten brauche ich keine Unterlagen mehr. Ja, dann haben wir hier ein paar Schuhe von ihr, die sie aber alle noch nicht trägt, außer die hier. Na gut, die hat sie auch schon einmal angehabt. Und haben jetzt Gummistiefel gekauft für den Herbst. Dann hängen hier noch Schlafanzüge, die wir immer vergessen, dass sie ja eigentlich einen hatte und dann packt Markus gerne mal einen neuen aus. Deswegen hängen die hier, weil die ja auch nur einmal getragen wurden. Ja, hier oben sind so die Medikamente drin. Hier sind so Mützen und Schals und sowas. Und Mützen und Schals. Ja, das war es dann eigentlich auch. Huch, habe ich irgendwas vergessen? Achso, dieser Riesenklapperschrank, der gehört noch zu uns. Da gucken wir jetzt lieber nicht rein, weil da ist... so Winterzeug und alles an Klamotten, was man sonst nicht braucht. Achso, ansonsten habe ich unterm Bett habe ich noch auch so Kisten von Ikea. Und da ist aber auch nur noch einmal Bettzeug drin, also wenn sie dann ein bisschen größer ist. Und Klamotten, die ein bisschen zu groß sind, die ich geschenkt bekommen habe. Ja, das war's. Das war Friedas Zimmer. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr, 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 sehr darüber freuen. Und ihr könnt mir auch gerne Kommentare schreiben, wie ihr das Zimmer so findet, was euch besonders gut gefällt und was ihr für Videowünsche habt vielleicht. Und ansonsten schaut bitte nochmal in die Infobox. Wie gesagt, da habe ich einen Rabattcode für euch hinterlegt und für ItKids. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!